Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Rechts oben steht Dauerwerbesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemandem finanziert, unterstützt oder was auch immer. Nun schauen wir uns die dritte und von mir zuletzt gespielte Operation Whistleblower an. Aus den LSA-Operationen vom neuen Sommer-Update, auch Mercenaries San Andreas-Update genannt. Ja. Das spielen wir jetzt mal gleich. Dazu gehen wir hier zu unserem Operationsterminal, wie das Ding heißt. Hier LSA-Operation und ganz nach rechts zu Whistleblower. Wir sollen jetzt die Avenger verlassen. Ja, wir bekommen jetzt gleich einen Punkt, wo wir hin müssen. So listen. Da fliegen wir jetzt hin. Wir müssen uns erstmal so ein Nachtsichtgerät abholen. Ja, macht's einfach genauso wie ich, dann klappt das auf jeden Fall. Was ich euch dazu sagen kann, das ist doch ein bisschen schwerer, aber für die Leute unter euch, die gut zielen und schießen können, ist es einfach. Also zumindest innerhalb von Gebäuden gut zielen und schießen können. Da ist die ganze Mission ganz einfach. So, hier haben wir diesen Transporter, da müssen wir uns jetzt unsere Nachtsichtausrüstung holen. Und es gab auch wieder diesmal im Spiel irgendeinen Bonus oder so, aber keine Ahnung, den habe ich diesmal nicht abgegriffen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Keine Ahnung, was man dafür machen muss. So, ich nehme hier mit Vorliebe das Oppressor. Wie gesagt, ihr könnt das, könnt ein Motorrad nehmen, Auto und Fahrrad, was ihr auch mal nehmen wollt. Oppressor hier Vorteil, ich kann hier gleich anvisieren und muss halt nicht Bodenkampf machen und kann die hier aus der Luft gleich alle abballern. Worauf wir natürlich achten müssen, rechts oben ist ein Helikopter, den sollten wir möglichst nicht zerstören. Und ich weiß auch nicht, ob man diese EMP da zerstören kann, diese Bombe, keine Ahnung. Ein Helikopter da hinten hoch, jetzt haben wir erstmal alle Feinde eigentlich ausgeschalten. Wir können das Opossum hier landen und runtergehen. Wir sehen jetzt hier links diese Kiste hier, was das sein soll, diese Konstruktion, da ist diese EMP. Was auch immer ein EMP ist. Wir sind hier elektromagnetische, was weiß ich. Genau, das blinkt jetzt da links. Ihr seht es auf der Karte, der Helikopter blinkt. Deswegen habe ich gesagt, zerstört den Helikopter nicht. Dazu krabbeln wir jetzt hier die Leiter hoch. Und dann sind wir im Prinzip auch schon am Helikopter. Und wie man das vielleicht aus anderen Missionen kennt, ist das hier so ein Frachthelikopter offenbar. Und da hängen wir unten dann die Fracht an und schleppen die dann dorthin, wo sie hin soll. Das ist im Prinzip ganz einfach in diesem Fall. Ich habe eigentlich gar keine Taste gedrückt. Da hat sich das Ding nach automatisch schon alleine gekrallt. Man muss bloß nah genug ranfliegen. Also ihr solltet Helikopter fliegen können, sagen wir es mal so. Das ist nicht sonderlich schwer, aber beim Fliegen. Jetzt steht schon da, du hast den EMP eingesammelt. Wir sollen es jetzt zum IAA-Umspannwerk bringen. Das geht ganz einfach. Ich habe mal wieder die Geschwindigkeit erhöht, weil es interessiert ja kein Mensch, wie ich hier fliege. Leuchtet übrigens auf der Karte wieder gelb auf, da müsst ihr hinfliegen. So, jetzt sind wir da, wir müssen das Ding abladen. Links steht, den Cursor nach rechts drücken. Ja, und dann lädt er das Teil hier quasi ab. Klappt ganz gut, würde ich behaupten. So, jetzt müssen wir darüber fliegen, wo diese Satellitenschüsseln sind oder was das sein sollen. Und dort gehen wir dann rein und da scheint unterirdisch ganz schön ein riesiges Objekt zu sein. So, rechts übrigens sehen wir, wir haben 30 Minuten in der Summe Zeit. Ich habe schon 5 Minuten verplempert für die ganze Sache. Ich sag mal so, ab hier, also ab jetzt, für die Leute unter euch, die gut schießen und zielen können, die rennen da wahrscheinlich in 5, 6, 7 Minuten durch. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, kann ich euch sagen. So, wir gehen jetzt hier rein. Und jetzt laufen wir da ein bisschen rum und gucken überall mal. Jetzt labert der schon wieder. Ja, und hier ist alles verschlossen. Cursor rechts drücken, um den EMP zu aktivieren. Und das machen wir jetzt auch gleich. Just sit tight. I'm gonna trigger the EMP. 3, 2, 1. So, jetzt ist da alles zappenduster, wie die Elektronik wahrscheinlich deaktiviert wurde durch den elektromagnetischen Puls oder so. Und da kommen wir auf jeden Fall nicht durch, sehen wir, die Türe ist nicht ganz offen, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, wo wir durch können.
Wir können da drüben durch. Da ist eine Türe auf, da gehen wir jetzt durch. Und da schießen wir uns quasi den Weg frei. Also das Übliche wie immer. Notfallgenerator in 2 Minuten. Ah, rechts unten ist mir gar nicht aufgefallen während des Spiels. Da steht Notfallgenerator in 2 Minuten irgendwas, geht ja wieder an. Beschaffe die Fallakte wieder, die die IAA über die LSA angelegt hat. Okay, links oben steht der Bonus, den man sich organisieren kann. Aber keine Ahnung, wo es diese Akte gibt. Ich habe keinen Plan. Die wird es irgendwo geben in irgendeinem Raum. Na. Aber ist mir offenbar nicht über den Weg gelaufen. Ah, jetzt wurde ich schon das erste Mal erschossen. Also ihr dürft hier offenbar so oft sterben, wie ihr wollt. Also das war jetzt nicht das erste Mal. Ich starb gleich nochmal. Und dann spawnt ihr draußen und müsst wieder rein. Und also es ist im Prinzip wieder ein großes Massaker. Ihr seht ja die ganzen Feinde da auf der Karte. So, ich vermute mal, dass in irgendeinem von diesen Räumen wahrscheinlich diese Fallakte rumliegt, aber ich bin jetzt da nicht in jeden gegangen. Oder vielleicht war ich auch im richtigen und habe sie nicht eingesammelt, wer weiß, keine Ahnung. Ah, die ist sogar aufgeleuchtet im Raum, gerade eben, habt ihr es gesehen? Unten links leuchtet sie auf. Da leuchtet die Fallakte auf. Ja, natürlich vergessen mitzunehmen. Dann hättet ihr den Bonus gehabt. So, hier ist wieder ein bisschen verwirrend, wie das so oft ist bei GTA. Man weiß nicht, was man machen soll, wo man hin soll. Aber grundsätzlich ist es eigentlich selbsterklärend, aus dem einfachen Grund. Ja, da ist die Fallakte. Ich war sogar im Raum, wo die Fallakte ist. Schaut mal rechts unten auf der Karte, da ist die Fallakte. Ich war sogar drin und ich habe es vergessen mitzunehmen. Mir ist sie gar nicht aufgefallen, sagen wir es mal so. Ja, wenn man so im Spiel drin ist und Multitasking ist halt als Mann eh nicht so mein Ding. Das können die Mädels auf jeden Fall besser. Ja, ah, jetzt ist das Licht wieder angegangen. So, hier sind noch wieder ein paar Feinde. Ihr seht ja, ich bin jetzt nicht so der Spitzenschütze. So, unten steht es nochmal, finde die Einsatzzentrale. Ja, wo der auf eben mal herkam, das ist mir schleierhaft. Ich hab den noch vorher erschossen, aber offenbar nicht gut genug. Jetzt wieder reingehen, das Ganze. Da hat doch schon einer auf uns gewartet. Jetzt wieder durch und zack, weiter geht's. Typ ist immer noch da und da kommen unten auf der Karte schon wieder neue. Da steht auch noch einer, das war wahrscheinlich der, der mich erschossen hat. Diesmal auch nochmal sicher gehen mit erschießen. So, wir sehen da hinten zwischen den Türscheiben, sieht man schon, da steht noch einer, der auf uns wartet. Den müssten wir eventuell gleich von hier erlösen können. Naja, ah, hat geklappt. So, und jetzt wieder hier die nächsten. So, also ich zögere hier immer ziemlich dolle. Das ist, wie gesagt, wenn ihr da besser zielen und schießen könnt, dann seid ihr da viel, viel schneller durch das ganze Objekt. So, wieder ausgeschalten.
So, jetzt steht da schon wieder einer hinter der einen Kiste. Ich frag mich, wo der herkam, der war gerade eben nicht da. Oh, da hinten ist auch noch einer hinter der Tür. Der ist schnell ausgeschalten. So, hier auch keine Fallakte, weil die ist hier oben. Da bin ich ja immer schön dran vorbeigelaufen. Das ist sehr ärgerlich. Na gut, ich sag mal 15.000. Das ist jetzt auch nicht viel, was man am meisten als Bonuszahlung bekommt. Oder eigentlich immer. Das ist lächerlich. So, hier bin ich jetzt einmal sinnlos nach unten gelaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Na, das hätte ich mir sparen können. Ja, da komme ich eh nicht durch. Kann man noch nichts machen oder so, dass man da dann rauskommt. Geht auch nichts. Ne. Funktioniert nichts. Also wir müssen wieder hoch und wir gehen mal in diesen einen großen Raum, den ich natürlich schön übersehen habe, den man auch Einsatzzentrale nennt. Der jetzt hier ist, wenn man rechts rumgegangen wäre, also hinter mir. So, und hier sind natürlich auch welche, die auf mich warten. Hier sind jetzt Harddisk Drives, also herkömmliche Festplatten offenbar, die wir stehlen sollen. Die sind dort in diesen Serverschränken drin, wenn man das so bezeichnen darf. Die leuchten jetzt grün auf. Und die muss ich einsammeln. Und wir müssen gucken, da lebt noch einer offenbar. Naja, ist doch gestorben. So, die sammeln wir ein, diese Festplatten, indem wir Steuerkreuz, also Cursor rechts drücken. Die müssen natürlich dastehen. Und zack, zum nächsten. So, jetzt sieht es aus, als wenn da einer reinkommen würde, aber da kommt keiner rein. Also man kann eigentlich bequem weiter die nächste Festplatte einsacken. Wir brauchen 3 Stück in der Summe. So, und jetzt kommt Festplatte Nummer 3. Und jetzt geht's wieder raus. Ist gar keiner da. Also können wir hier schnell durchflitzen. Der hat sich kein gutes Versteck ausgesucht gehabt. So, und weiter geht's. Ach ja, einmal natürlich verlaufen. Ist halt ein bisschen verwirrend hier das Ganze. Also wir müssen da hinten raus. Haben wir noch diese Barrikade. Jetzt hier einfach schnell durchlaufen, hier nicht irgendwie rumrennen und gucken. Einfach schnell raus aus dem Objekt hier. Und draußen warten natürlich schon die Feinde auf uns. Ich nehme am liebsten diese Railgun, um Helikopter zum Beispiel abzuschießen, denn da spawnt nämlich einer. So, er hat natürlich schön verfehlt. Aber jetzt habe ich ihn getroffen. So, und jetzt holen wir uns schnell Suppressor ran. Das nehme ich immer am liebsten. Wie gesagt, nehmt das Fahrzeug eurer Wahl, von mir aus auch Fahrrad. Und damit flüchtet ihr. Vorteil am Luftfahrzeug, naja. Wenn die uns mit ihren Jeeps verfolgen, dann können sie mich ja nicht kriegen, weil ich bin in der Luft. Das ist das Ding. Uns verfolgt jetzt noch ein Helikopter. Aber ihr seht ihn auf der Karte jetzt unten. Aber den braucht ihr gar nicht beachten. Einfach fliegen, 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 fliegen. Und wir fliegen jetzt zu dieser Reporterin, Journalistin. Und geben dann dort die 3 Festplatten ab, ja. So, das hat jetzt geklappt. Die hat jetzt ihre Festplatten bekommen. Ja, gleich kriegen wir unsere Auszahlung, Belohnung, was auch immer.
Und dann wie immer nicht, Leute, Like und Abo nicht vergessen, beim Abonnieren die Glocke mit aktivieren, schreibt was Nettes in die Kommentare, Anregungen, Kritiken, Glückwünsche, was auch immer, lasst ein bisschen Liebe da. Ja, dann wie immer nicht, vielen Dank fürs Zusehen und bis später.